Hallo und willkommen zurück bei... Ja. Genieß die Bahnvorstellung noch ein wenig. Der Arkham Knight mag panisch geflohen sein, aber... Ja, willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Wo wir wirklich nur noch diese Quest hier machen können. Seine Armee untersteht jetzt mir. Denn auch wenn mein Toxin sich aufsetzt, hinterlässt es eine von dir im Stich. Ein Mahnmal ist dein Versagen. Ich habe noch nicht versagt. Stirbt die Legende von Batman. Und Gotham stirbt mit ihr. Ja, bla 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 bla. Kannst du nicht mal etwas anderes sagen? Immer nur der Schwachsinn, den du da verzapfst. Okay, mal sehen, was passiert, wenn ich den Batmobil rufe. Gut. So geht's. Nämlich auch. Und auf geht's. Nach unten. Hui, nach unten. Hui. Ich hoffe, das war keine tragende Säule. Da ist der. Gute Arbeit, Batman. Ja, gut gemacht. Und weg ist das Scheißzeug. Ja. Und rein mit uns. Danke, Batman. Ich hatte schon gedacht, wir schaffen es nicht mehr. Nein, wir schaffen es. Oh. Ihr Idioten. Seht ihr? Ich mach euch platt. Und hier? Nichts Neues? Schön, dass es uns besser geht. Er ist immer noch besorgt, weil sie nicht wissen, ob dieses Zeug Langzeitschäden angerichtet hat. Hoffentlich hat es keine Langzeit. So, hoffentlich hat es keine Langzeitschäden angerichtet. Ich glaube tatsächlich, dass du gewinnst. Diesen Irrglauben müssen sie von dir haben, Batman. Band 25, 30. Oktober. Habe diesen Obduktionsbericht gefunden. Menschenopfer. Es ist wahr. Es gibt sie wirklich. Der verstorbene M. Hollis. Das kennen wir. Wie geht's dem Commissioner? Könntest du mir vielleicht ein Interview verschaffen? Zu früh. Wie wär's in ein paar Stunden? So, dann gehen wir hier rein. Noch wird Gotham nicht untergehen, Batman. Dank dir. Ja. Sonst noch etwas? Ein paar ihrer Männer haben eine verschlüsselte Nachricht abgefangen. Wie hast du... Dumme Frage. McAllister ist hinten im Funkraum. Wir zerbrechen uns echt die Köpfe darüber. Mhm. Okay. Der Pinguin. Willst du dein Glück versuchen, Batman? Werfen wir eine Münze. Bei Kopf kommen wir frei. Mhm. Dieser Ort passt zu dir, Cobblepot. Du siehst müde aus, Kumpel. Hat dich alle gemacht, mich einzusperren. Das sehe ich. Auch dein Körper hält nur begrenzt was aus. Dich hinter Gittern zu sehen, ist mein Antrieb. Ich werde dir dein selbstgefälliges Lächeln schon aus dem Gesicht wischen. Das hast du bis jetzt nicht geschafft. Wenn ich daran denke, dass dieser Kerl damals in Arkham City mein Erzfeind war. Ach, sieh mich nicht so an, Bats. Mein Leben besteht nicht nur aus dir. Zumindest war's mal so. Okay. Jammerlappen. Mit Peck haben wir schon geredet, mit Firefly auch. Vielleicht müssen wir mal mit dem Herrn da reden. Sind Sie in Ordnung? Wird's überleben. Witzig. Ich hatte immer gehofft, dass ich dich mal treffe. Hätte nie gedacht, dass es so sein würde. Das höre ich ständig. Ich habe die verraten, die mir am nächsten sind. Was auch passiert, ich verdiene es. Siehst du, Batman? Er Treue. Aus ehrbaren Beweggründen das Gesetz brechen? Er ist bei weitem nicht reich genug, um damit durchzukommen. Ist das eine Spielung auf uns? So, sonst noch was? Wer ist das? Officer Owen. Stell dir den schlimmsten Albtraum vor, den du je hattest, und du kannst nicht aufwachen. Es zerrt dich einfach immer weiter runter.
Ja, das ist Scarecrow's Gift. Und ich bin gerade dabei. Denn, wie heißt es so schön? Tut mir leid, Kirk. Aber hier sind Sie am besten aufgehoben. Ich wollte nur den Menschen helfen und tötete meine einzige wahre Liebe. Sie waren's nicht, der diese Dinge getan hat. Sie wollten sicher niemandem schaden. Aber ich hab's getan. Nichts kann das ändern. Ich bin ein Freak, ein Monster. Die sollten mich hier verrotten lassen. Übertreib nicht. Hm? Mir ist gerade klar geworden, Kirky Baby hatte keine Wahl, aber du... Du hast dich dazu entschieden, eine fliegende Ratte zu sein. Wie genial. Schnauze. Ihn so hinter Gittern zu sehen, macht mich krank. Ich habe 10 Jahre für den Mann gearbeitet. Er ist wie ein Bruder für mich. Ich wollte mit dem Chief reden, Batman, aber ich konnte es einfach nicht. Was soll ich denn zu ihm sagen, nach dem, was er getan hat? Nichts, was ich sage, wird ihn trösten können. Ja, das stimmt. Das ist er, Firefly. Sieh dir das mal an. Da hat wohl jemand mit Streichhölzern gezündelt. Ziemlich übel. Der soll da drin verrotten. Ich glaube, er braucht Hilfe. Er ist verrückt. Das ist für mich keine Entschuldigung. Verrückt oder nicht, er zahlt für das, was er getan hat. Ja. Also gut. Wir haben genug mit den Leuten hier geredet. Gehen wir ins Kommunikationsraum. Dann reden wir zuerst mit Detective Westcott. Die Sache mit Barbara hat hier alle sehr getroffen. Ich habe Cash noch nie so deprimiert gesehen. Cash wirkt doch immer deprimiert, also. Der Cloudburst hat die Funkfrequenzen gestört. Die Miliz hat kurz auf die offenen Kanäle gewechselt. Es klang so, als wäre der Neid verschwunden. Gut. Dann reden wir mit Sergeant McAllister. Erzählen Sie mir von diesem Funkspruch. Würde ich, wenn es ginge, aber das ist ein verschlüsselter SWAT-Kanal. Diese Jungs legen großen Wert auf ihre Privatsphäre. Pff, Privatsphäre ist für Batman nichts. Ich bin drin. Stanley, hören Sie mich? Hier ist Jim. Ich brauche ein paar Pläne. Ich habe Crane gefunden und der Bastard wird sterben für das, was er meinem kleinen Mädchen angetan hat. War das der Commissioner? Was macht er? Er spielt mit seinem Leben. Aber ich habe die ID seines Funkgeräts. Das heißt, ich kann ihn orten. Gut. Finde Gordon und arbeite mit ihm zusammen. Okay. Ich habe eine Funknachricht entschlüsselt. Es ist Gordon. Oh, er lebt! Ich will, dass du die Funkfrequenz ermittelst und ihn für mich ortest. Mhm. Natürlich, Sir. Die Übertragung scheint von einem verlassenen Einkaufszentrum auszugehen. Das Gebäude ist seit einer Weile ohne Strom, Sir. Sie könnten auf Hindernisse stoßen. Ich habe den Prototyp der Distanzstromladung bereits aus der Asservatenkammer des GCPD geholt. Er sollte mir weiterhelfen. Sehr gut, Sir. Gut. Dann hat er jetzt etwas Neues, also ab und zu... Band 25, 30. Oktober. Habe diesen Obduktionsbericht gefunden. Menschenopfer. Es ist wahr. Es gibt sie und wirklich. Und da ist er. Aus den Schwaden des Angstgases tritt er hervor. Ja, Batman. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Du hast ihn nicht zum letzten Mal gesehen. Er wird dich finden und wenn er das tut, wird er dir das Herz rausreißen. Ja, klar. Tut mir leid, Batman. Wir hatten keine Ahnung. Okay. Du findest ihn. Ich weiß es. Ja. Jetzt wissen wir, wo der war. Gut. Viel Glück da draußen, Batman. Danke. Was war das? Egal. Im Moment machen wir ein bisschen der Quest nach. Also. Oder wissen wir schon, wo die anderen sind? Nein, die sind immer noch gesperrt und das... Hab keine Ahnung, wo es ist, also... Verflucht! Wer ist denn? Wo bist du? Es hinter uns her! Gib Gas! Ja, es macht mir... Verdammte Arschlöcher! Er wollte den Riddler-Typen ausquetschen und nicht von euch überfahren lassen.
Oh. Ich muss hier entlang. Gut. Die Armee gehört mir, Pat. Ich kontrolliere Gotham und du auch dein Schicksal. Ups. Moment, hier ist ich. Verdammt. Ich wollte nicht auf ihn schießen, sondern dem dahinter. Ich mochte Batmans altes Auto. Sah so schön retro aus. Halt wie so ein Oldtimer. Und das hat sich auch nicht in einen Panzer verwandelt. Ah, hier. Gordons Signal befindet sich hinter diesem Rolltor. Ich muss ihn irgendwie erreichen. Mhm. Okay, dann müssen wir hier rein. Nehme ich mal an. Okay, wenn du Batman siehst, ruf keine Hilfe. Warum nicht? Ich kann die Distanzstromladung benutzen, um Generatoren an- oder auszuschalten. Gut, geh rüber. Und ist das gerade zugegangen? Ja. Also gut. Und jetzt hier rein. Ich bin nicht enttäuscht. Rein in den Aufzug! Wenn er es auf mich abgesehen hat, dann wird er noch viel mehr Männer brauchen. Rein da, oder du brauchst gleich auch einen Rollstuhl. Batman kommt. Bleib wachsam. Mhm. Okay. Gut. Warum sollten wir mehr Männer brauchen? Ist doch alleine. Du hast ihn wohl noch nie gesehen. Der Commissioner hat recht, wir sind zu wenige. Wo sind die anderen alle? Unten im Briefing. Welches Briefing? Irgendwas, wie man die Fledermaus tötet. Was? Und uns haben sie nicht eingeladen? Sorry, Bats. Du bist anscheinend nicht eingeladen. Passiert wohl ständig, schätze ich. Mann, Alfred schmeißt bestimmt gerade eine richtige wilde Sause unten in der Betthöhle. Naja, ich bin sicher, dass ein genialer sozialer Außenseiter wie du einen Weg findet, diese Trottel zu überzeugen, ihm die Tür aufzumachen. Danke für den Tipp, aber das habe ich mir schon gedacht. Der Typ da. Öffne das Tor. Sofort. Tür öffnen, Befehl vom Boss. Ich dachte, die Fledermaus hat ihn zusammen mit dem Panzer erledigt. Anscheinend nicht. Machen wir die Tore auf. Dann die Tür öffnet sich, macht euch bereit. Der Leiter hatte recht. Es geht. Also das ist klar. Denk dran, ich töte dich ohne zu zögern. Ja. Sind alle weg? Gut. Okay, da ist ein Helikopter, das ist ein Wendeankerpunkt, aber warum? Einen stabilen Haken ist. Ah, ha! Dann Leichen, Panzer, Massenevakuierung, ich liebe Gotham bei Nacht! Mhm. Bis ich die Fresse poliere, dann liebst du es nicht mehr bei Nacht. Ah. Okay. Dann gehen wir. Du immer noch, seist der Retter Gothams. Bald wird die Welt sehen, was du wirklich bist. Eine Täuschung, ein Gespinst der Hoffnung in einer Welt voller Schmerz und Leid. Ja. Oh, was ist das? Moment. Zoom, so. Ist das so ein Riddler-Teil? Sieht ein bisschen. Okay. Ups. Oh. Distanz-Hacking-Gerät? Nach Distanz-Hacking. Distanz-Strom aufladen. Okay. Gut. Oh, da ist noch einer.
Sonst noch irgendwo einer? Nein, es visiert nichts an. Gut. Ich wollte gerade das Auto reinbringen, damit es sich da... Aber... Ah, verstehe, verstehe. So. Erledigt, erledigt. Darüber. Gut. Joker. Falls es dich tröstet. Crane hat den alten Jimbo bestimmt schon von seinem Leiden erlöst. Nicht, dass er noch etwas zu befürchten hätte, seit sein kleines Mädchen auf dem Treppenlift in den Himmel geschickt wurde. Du Schwein. Du bist wirklich ein Arschjoker. Gut. Dann... falsche Taste. So. Ich kann es nicht herabreißen, aber das wird das Batmobil tragen können. Das weiß ich, aber ich kann wohl nicht so weit runter gehen. Aber ich sah vorhin da oben etwas... Was? Ah ja, genau, das da. Ja, er sollte nicht da runterfallen. Gut. Aber was ist da oben? Ist ein Riddler-Zeug? Ja. Hier ist ein Riddler-Zeichen. Was ist das? GCT. Mhm. Okay, was haben wir denn da? Das Sun-Second-Gerät brauchen wir. Und zwar... Halblackierung? Halbleiter? Ne, Halbleiter! Gut, dann rein mit uns. Eine elektrische Ladung würde den Generator überladen und so den Ventilator ausschalten. Okay. Distance Hacking, nach Distanz. Ja, genau das. Also, kurzer Moment. Mhm. Ah. Gut. Dieses Spiel hatten wir ja schon mal vom Riddler. Also ist es nicht so schwer. Gut. Also das. Das in seinem Versteck war schwerer. Das hier war dagegen ein Kinderspiel. Gut, und hier soll ich es überladen. Und weg ist es. Und was bringt das? Was ich mich frage, wo verkriechen sich diese Superschurken, nachdem sie Prügel eingesteckt haben? Ich weiß es natürlich nicht. Du hast mich ja nie besiegt. Meinst du, der Arkham Knight sitzt jetzt in irgendeiner schäbigen Spelunke und kippt sich massenhaft billigen Whisky hinter seine Maske? Ja, klar. Nö, nee, keine Ahnung. Mhm. Ah! Das führt dazu, dass... dieses Teil da... angehalten wird. Super. Okay, und jetzt müssen wir... Hört ihr was? Ja, hört er sich an wie... So, noch, sonst noch Fragen? Ja, das ist auch genau wie beim Riddler-Rätsel. Wie viele Leben zerstören auf deinem Kreuzzug für Gerechtigkeit? Wir sind Produkte unserer Ängste. Du bist eine Ausgeburt der Dunkelheit
und Gewalt. Mhm. Ja, ich bin eine Ausgeburt unserer Ängste, denn ich habe Angst, dass die Welt voller Idioten wie dir verkommt. Oh. Oh. Moment. Gut. Gut, hier ist sonst nichts. Aber da kann ich rauf. Okay. Hm. Oh. Gut, was ist das? Batman, du sollst nicht draufklettern, sondern benutzen. Der Strom ist weg. Ich muss es auf eine andere Art bewegen. Okay, der Strom bleibt wohl nur für kurze Zeit. Mhm. Geht's eigentlich noch weiter runter? Weiter geht es mit dem Fahrstuhl nicht. Okay, dachte ich mir. Sprüh das auf. Und weg damit. Er wusste, dass du es auf den Generator abgesehen hast. Und komm schon. Okay, das war jämmerlich. So schwach. So, nichts sagen. So, kann man hier durch? Nein. Gut, dann gehen wir hier. Öffne es. So, da sind wir. Mhm. Ein Ankerpunkt. Wie weit sollst du gehen, um deine Freunde zu retten? Bist du bereit, dein Geheimnis? Da ist der Generator für den zweiten Ventilator. Ich muss ihn bloß noch erreichen. Ja, aber wie? Wie komme ich denn darauf? Ah, wir kommen von da und da geht's weiter, wie es scheint. Dort ist ein Gitter. Danke für die Info. Okay. Aha. Ah, hier kommen wir zum Riddler-Artefakt. Gut. Und wie schaffen wir das? Ja, verdammt, falscher Weg. Gut. Ah. Okay, okay, okay. Hab kapiert, hab kapiert. Gut. Geschafft. Riddler-Trophäe. Okay, das war halbwegs einfach. Zugangstunnel. Rein mit dir. Mhm. Gut, 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 gut. Okay. Und benutzen. Sehr gut. Okay, Moment. Falsche Taste. Ich wollte das hier. Mhm. Hat doch noch keinen Saft. Der Strom ist weg. Ich muss es auf eine andere Art bewegen. Und es hält genau hier. Oh, nö. Ein Riddler. Okay. Wenigstens müssen... Sammeln wir die so ein. Moment, geht es weiter rauf?
Nein. Falsche Taste. So, von da sind wir gekommen. Weiter runter. Weiter hoch fährt der Fahrstuhl nicht. Ich muss irgendwie an dem Hindernis vorbei, das den Schacht blockiert. Mhm. Okay. Ah. Hier rein und dann hochchecken. Ah, falsche Taste. Mhm. So, dann hier rüber. Öffnen. Ihr Anführer trägt eine Sprengweste. Ich muss ihn zuerst ausschalten. Genau das erwartet er von euch. Dort ist seine Panzerung am stärksten. Wenn ihr dorthin zielt, helft ihr ihm nur. Und wir wollen ihm nicht, ich sage, wir werden ihm nicht helfen. Unser Training, das von Malcolm neu persönlich erstellt wurde. Mhm, einen Moment. Verschafft uns einen taktischen Vorteil. Woher weiß er so viel über Batman? Oho, diese Typen haben mehr Feuerkraft als der Pinguin. Denkst du, was ich denke? Diese Waffenkiste schreit geradezu danach, manipuliert zu werden. Ja, sie ist schon manipuliert. Er beobachtet dich. Er studiert dich aus den Schatten. Und wenn du einen Fehler machst, wird er bereit sein. Willst du wissen, wie du dich verhalten sollst? Dann zieh einfach her. Er wird mir auf keinen Fall zu nahe kommen. Damit komme ich zu Punkt 2. Der Arkham Knight hat mich ausgewählt, mich höchstpersönlich, seine neueste Waffe im Kampf gegen Batman zu erproben. Die Weste da? Was ist mit der? Ist die Kugel sicher? Was würde das schon helfen gegen einen Mann, der keine Schusswaffen einsetzt? Nein, diese Weste bietet eine völlig andere Art von Schutz. Was für ein Schutz? Sollte ich ohnmächtig werden, während ich dieses Schätzchen trage, explodiert es. Du trägst eine Bombenweste? Du bist verrückt. Rafft ihr das nicht? Batman tötet nicht. Auch nicht indirekt. Wenn ich das hier trage, kann mir dieser weinerliche Pazifist nichts anhaben. Er könnte mit der Schuld nicht leben. Hm, schlau. Und habe ich nicht gesagt, dass ich die für den Knight teste? Keiner von euch Feiglingen muss eine tragen. Also lasst uns die anderen Taktiken besprechen. Sanitäter, einige von euch wurden in medizinischen Maßnahmen im Feld ausgebildet, vor allem in Wiederbelebung. Daran sind die anderen gescheitert. Wenn wir unsere Zahl beibehalten, wird Batman scheitern. Sanitäter retten euch das Leben. Okay. Als nächstes, Wachgeschütze. Das gefällt mir schon eher. Gut, beide Sanitäter sind ausgeschaltet. Die automatischen Geschütze bieten Deckung. Wenn ihr eins aufstellen sollt, tut es schnell. Es wird euch vor Angriffen schützen und eine Menge Lärm machen, wenn er sich aus dieser Richtung nähert. Denkt dran, er ist vielleicht schlau, er ist echt geschickt, aber er ist ein Mensch. Verpasst ihm genug Kugeln und er blutet wie jeder andere auch. Die automatische Kanone gibt euch Feuerschutz und zerstört alles in ihrem Zielbereich. Eure Waffen tun das nicht. Denkt daran, auf dieselben Bereiche zu zielen wie im Training. Die Beine, die Schultern. Noch einmal. Verschwendet keine Zeit mit der Brust. Dieses Symbol soll eure Aufmerksamkeit dahin lenken, wo der Panzer am dicksten ist. Was kommt als nächstes? Aussichtspunkte. Batman nutzt architektonische Merkmale zu seinem Vorteil. Er gelangt schnell zu diesen Punkten. Denkt an Wasserspeier, Kabel. Denkt, wo würde ich mich anstelle dieses Mistkerls verstecken? Dann wisst ihr es wahrscheinlich. Der Arkham Knight hat Lösungen für diese Probleme bereitgestellt. Am einfachsten ist es natürlich, wenn ihr diese Aussichtspunkte zerschießt. Das ist einfach und effektiv. Und wenn ihr ihn von den anderen Aussichtspunkten fernhalten wollt, vermint sie einfach und duckt euch, wenn sie explodieren. Wenn ihr Batman den Raum über euch nimmt, zwingt ihr ihn in das Lüftungssystem. Setzt thermobare Sprengsätze ein.
Füllt den Schacht mit Gas und fackelt den Bastard ab. Mit diesen verschiedenen Maßnahmen können wir ihn unter Druck setzen und ans Licht holen. Ach du Scheiße, was... Die sind ja gut durchorganisiert. Jetzt einen Blick darauf, was Batman zur Party mitbringt. Wie ihr wisst, verbirgt sich in dem Anzug Hightech-Ausrüstung im Wert von Milliarden von Dollar. Überwachungssysteme scannen den Raum und helfen ihm bei der Wahl seiner Strategie. Diese Systeme senden ein eindeutiges Signal, das wir verfolgen können. Wenn er sie einsetzt, können wir ihn orten und erledigen. Noch Fragen? Ja, unter keinen Umständen wird jemand von uns eine Bombenweste tragen, okay? Wenn ihr nicht an der Sicherheit und dem Komfort interessiert seid, den euch nur ein vor dem Bauch geschnallter 30 Pfund Sprengsatz bieten kann, dann ist das euer Problem. Aber täuscht euch nicht. Es wird schwer. Ihr wurdet speziell ausgewählt. Die Besten der Besten. Studiert die Abbildung. Nutzt die Taktiken. Und wir werden siegen. Mhm. Gut. Sonst noch was? Aber, ja, es muss... Der Arkham Knight muss eindeutig Jason Todd sein, also. Ich das nochmal durch, damit alles klar ist. Denn okay. Nur ein Robin weiß das. Geht es darum, uns an die Taktiken unseres Gut, Primärziels das kennen wir. Und ciao. Was meint ihr, Ladies? Ich setze auf Batman. Denn genau wie ich hat er keine allzu saubere Weste. Schlag ihn nieder. Au. Au! Und alle ausgeschaltet. Au. Also. Also wegen den Sanis muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen. Ah, verdammt. Verdammt. Komm schon. Au. Nein, eine falsche Taste. Gut, der nächste bitte. Und du. So, zwei ausgeschaltet. Diese Fähigkeit ist nur praktisch, wenn man... Also, die funktioniert nur, wenn Leute... Glückwunsch, das war eine der ganz einfachen Trophäen. Ja, danke, Rilla. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Ach ja, was ist das? Irgendetwas wollte ich sagen. Oh. Also, dieses Multi-Ausschalten funktioniert nur, wenn Leute am Boden liegen, also Besprechungsraum. Wenn sie nicht K.O. sind, aber sich noch wenden am Boden mit den Sternen über dem Kopf, dann kann ich sie sofort ausschalten. Aber es braucht mindestens einer, der am Boden liegt. Und das war jetzt der Fall. Gut. Diese Jungs haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Was meinst du, woher sie ihre Informationen haben? Ob Barbara es ihnen gesagt hat? Ach, immer deine Handlanger. Nur ein bisschen foltern, schon fangen sie an. Bitte aufhören! Ich verrate alle von Batmans Geheimnissen. Du warst es. Du hast Jason Todd gefoltert und dem dazu gebracht, mich zu hassen und mich zu verraten. Also, ich nehme an, ich muss Gordons Peilsender weiter folgen. Ja. Also, er sagt nicht, wer Batman ist und greift auch nicht direkt Bruce Wayne an. Aber es ist klar, dass es... Also, es ist Jason Todd. Ein weiches Fell und aufgelachte Ohren, wer... Grob des Lochs. Kein Objekt.
Okay, hier irgendwo muss ein Riddler-Zeug sein. Kein Objekt. So ein Riddler-Rätsel. Über einen Typen mit weißen Ohren. Nein, weißer Fell, aufstehende Ohren und irgend so einen anderen Geschwafel. Okay. Oh. Gut. Ist es das? Ist das... Das ist doch ein Bild von Kain und Abel. Kain, nachdem er Abel getötet hat. Kain, der erste Mörder. Und wie in anderen Spielen bekannt... Kain, der... Erster Vampir. Okay, wo ist dieses... Okay, ich finde nichts. Vielleicht später einmal. Gordon ist gleich hinter dieser Wand. Ich muss sie mit dem Batmobil zerstören, damit ich zu ihm komme. Ja, aber zuerst muss man... Wenn ich das Batmobil irgendwie auf den Bohrer kriege, kann ich ihn vielleicht senken. Gut, von mir aus. Hm. Okay, dort drüben ist ein Wachgeschütz. Der Commissioner hat dir vertraut, seine Stadt und seine Familie zu beschützen. Kannst du dein Versagen wieder gut machen? Liegt dein Schicksal immer noch in... Ja, Schicksal, bla bla bla. Die Antworten auf diese Fragen erwarten dich, Batman. Und ich auch. Gut, also darauf. Moment mal. Ah, so eine ist es. Und weg. Riddler-Herausforderung, super. Noch eine Riddler-Sache. Was hat der alles? Ah, das Teil unten. Gut, was haben wir hier? Außer dieses Teil hier. Oh, das sieht mir eindeutig nach Riddler-Spaß aus. Gut, was haben wir denn da? Unter. Untergrund, würde ich sagen. Ja, Untergrund. So schwer war es nicht. Mhm. Okay. Warst du schon? Das war's schon. Okay, dann machen wir das Teil hier kaputt. Und weg ist er. Der zweite Ventilator ist aus. Jetzt muss ich das Batmobil auf den Bohrer schaffen. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ciao, Leute.